SRNG is coming back. Yes. Und ich chill gerade hier auf dem Balkon ein bisschen und freue mich gerade wieder schön. Denn ich sage euch, wie ihr euch am besten freut, wenn ihr einfach mal entspannt, meditiert, einfach relaxed, ein bisschen Musik hört, ein bisschen den Tag ausklingt und einfach entspannt. Weil ich meinen Bräune richtig brutal aufgebaut habe. Natürlich auch klar durch die Knarren ein bisschen. Aber es geht auch hier in Deutschland, dass du hier in der Sonne in Deutschland natürlich, wenn du viel oberkörperfrei läufst, kannst perfekt die Sonne auftanken. Klar, wenn du noch nackt bist, optimal natürlich, sage ich. Ja. Ist klar ein bisschen schwer hier, nackt so rumzulaufen, weil dich dann jeder ankackt und gleich die Polizei drauf. Das ist wirklich so ein Real Talk. Und das ist problematisch. Deswegen sage ich mal als Tipp, versuche immer auf dem Balkon irgendwas zu machen oder in deiner Wohnung, wo irgendwo Licht reinkommt oder auf dem Feld oder auf dem am Badesee, wo du in der FKK-Zone selber sein kannst, wo du mal frei sein kannst für deine ganzen Glieder, weil es ist ganz wichtig, dass das Sonnenlicht einfach auf deine Haut auch einstrahlt, weil die Haut ist das größte Organ und braucht auch sehr viel eigentlich die Mineralienstoffe, Vitamin D beispielsweise, damit du dich auch gut fühlst, optimistisch, voller Power bist, Energie, weil die Sonne lässt hier alles gedeihen, sozusagen die ganzen Pflanzen und lässt alles hier wachsen. Ne? Darum sage ich als Tipp euch, versucht mehr das Licht in euer Gemüter aufzunehmen, ja? Weil wir bestehen ja auch aus Biophotonen, wir sind kleine Biophotonen, sag ich mal, wir können Licht speichern in uns, wenn wir wollen, ja? Wir haben auch ein kleines Licht in uns natürlich, jeder Mensch hat das. Und umso mehr wir das Licht aufnehmen, auch durch Photosynthese, klar, die Pflanzen können es viel besser als wir Menschen, ja. Wir Menschen brauchen trotzdem noch Nahrung und Trinken, aber klar, wenn ihr eine gewisse Zeit fastet, optimal, wenn ihr was trinkt oder Hunger habt, ist es ganz normal, weil ihr seid auch wie ein Tier oder ein Mensch oder ein Insekt, ist ganz, ganz natürlich. Die Pflanzen können natürlich längere Zeit da aushalten, auf Dauer auch nicht natürlich, ja, aber sie können länger in der Photosynthese einhergehen. Deswegen als Tipp für die Bräune, versucht mehr rauszugehen, mehr ein bisschen oberkörperfrei zu laufen. Als Frau am besten Tanktop oder Bikini oder irgendwas draufsetzen, das geht auch natürlich. Geht auch optimal, ja, sag ich mal. Also man kann schon oberkörperfrei laufen als Mann oder auch Frau, ist alles möglich. Und ja, so könnt ihr mehr Licht in euch speichern. Werdet bräuner und sieht marron aus. Sieht auch geil aus von der Farbe. Und ja, wenn man jetzt auch den Unterschied von mir und meinem Bruder merkt, dann erkennt ihr brutal den Unterschied, ja. Dass ich ein bisschen mehr bräuner bin. Klar, weil ich mir ein bisschen auch Sonnenbaden mache, ein bisschen mehr meditiere, ein bisschen in der Sonne. Er macht es auch, aber nicht immer regelmäßig, aber fährt halt viel Rad auch. Ich fahre auch viel Rad, aber trotzdem, das Licht geht dann nicht so drauf auf die ganze Haut. Ein Beispiel, genau. Ich werde euch noch ein paar Cuts dann zeigen von meiner Bräune im Video und wie ihr auch bräuner noch wird, genau. Deiner Gili, stay tuned. Hey.